Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Weltuntergang genau hier prognostiziert. Was meine ich damit genau? Das besprechen wir in diesem Video. Es ist so krass. Ich war genau an diesem Ort und diesen Ort zeige ich dir gleich. Also wir gehen einmal da vorne lang und das ist, heißt Paradise Beach in Thailand und es ist extrem schön. Es ist ein Korallenstrand. Das ist eigentlich, als wenn du auf dem Teppich gehst, aber das erzähle ich dir gleich. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, 2019 war ich genau hier, genau an diesem Ort, genau wo ich jetzt sitze und habe in die Kamera gesprochen und habe euch gewarnt und gewarnt und gewarnt und ich habe Abstimmung gemacht und ich habe gesagt, meint ihr wirklich, genau so, meint ihr wirklich, dass in 10 Jahren noch ein Professor da vorne sitzt mit einem so langen Bart und immer wieder das Gleiche sagt, wenn ihr nicht auf meine Worte jetzt hört, ihr werdet euch daran erinnern, dass es 100% Fakt. Heutzutage in unserer digitalisierten Welt müsst ihr nicht in der stinkenden Uni sitzen. Die meisten Berufe kann man ortsungebunden ausführen, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht. Und das ist die Zukunft. Meint ihr, in 20 Jahren gibt es noch eine Uni, wo vorne ein Professor sitzt, der jedes Jahr das Gleiche erzählt und sein Bart geht schon bis hier und jedes Jahr macht er wieder. Meint ihr, in 20 Jahren oder in 10 Jahren ist das noch aktuell? Nein. Muss ich in der Schule sein, um Lehrer zu sein? Nein, er hilft sogar mehr Schülern, wenn er nicht in der Schule ist, sondern online das vertreibt. Wir müssen wegkommen von diesem alten Gedanken. Ihr seht das am Flughafen, IKEA, überall sind Maschinen. Das ganze, die ganze Berufswelt wird sich verändern. Dann werdet ihr in 10 Jahren denken, oh Scheiße, Cecil hatte recht. Jetzt wurde ich ersetzt durch einen Computer. Ich habe eine Abstimmung gemacht. 95% haben nicht geglaubt, dass sowas sein kann. Dass man von zu Hause arbeiten kann, dass man nicht im stinkenden Büro sitzen muss, dass es egal ist, wo man arbeitet. Diese Digitalisierung, dass heutzutage fast alle Interviews nur noch auf Zoom laufen. Das habe ich genau in dieser Zeit, als ich 2019 war, vorhergesagt. 1:1. Ich habe auch gesagt, die künstliche Intelligenz wird die Kassen übernehmen, wird Autofahren übernehmen. Dass wir heutzutage schon Häuser aus dem 3D-Drucker und diese ganzen Sachen, ich habe das alles genau vorausgesagt. Da haben es mir 95% nicht geglaubt. Wenn ich jetzt frage, glauben es 98%, weil es ist ja jetzt der Fall. So, und was war noch sehr wichtig, was hatte ich vor in der Zeit schon immer angesprochen? Und zwar das hier, hatte ich da schon angesprochen. Ich habe diese ganzen Sachen angesprochen. Am 2.2.2020 habe ich ein Video über Koriander gemacht. Da habe ich zu Bill Gates und so, das war, glaube ich, ein 45-Minuten-Video. Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach ist Cecil. Aufgewacht und sofort dran, weil ich habe echt Zeitnot. Also ich hoffe, dass ich es bis heute Abend hinkriege. 8 Punkte über den Coach, den ihr woanders nirgendwo hört. Und so zusammengetragen werdet ihr das nie sehen. Deswegen unbedingt gucken heute Abend und unbedingt teilen. Das wird so krass. Ich hoffe, ich schaff's. Also drückt mir die Daumen. Alles gesagt. Alles, was passiert, ist gesagt. Am Anfang alle so, Cecil, was redest du denn da eigentlich? Was hat das jetzt mit Bill Gates zu tun? Verstehe ich. Und man muss sich mal reinziehen. Was ist alles passiert? Was ist mit der Gesundheit? Seit Jahren, es geht auf meinem Kanal nur darum, euch zu warnen, damit ihr ein freies, gesundes, unabhängiges, tolles, stressfreies Leben habt. Das sind genau die Punkte. Damals habe ich die Gesundheit immer wieder angesprochen, immer wieder angesprochen. Und dass die Medien einen manipulieren. Was, du musst doch deinen Kindern Süßigkeiten geben. Alkoholtrinker leben länger. Wenn du einen dicken Bauch hast, ist das gut für dein Diabetesrisiko. Das sind die Sachen, die ihr da jeden Tag reingepresst bekommt in euer Gehirn. So, und mein Ziel ist die ganze Zeit, dass es euch besser geht. Weil ich weiß die Sachen schon. Ich brauche keinen YouTube-Kanal über die Sachen zu machen, die ich schon weiß. Weil ich weiß sie ja schon. Sonst würde ich sie ja nicht reden. Und seit 2020 hat man, glaube ich, ganz, ganz deutlich gesehen, ob es wirklich um die Gesundheit geht. Weil ich habe von keinem Politiker weltweit gehört, ernährt euch mal gesund, hört mal auf Zucker zu essen, hört mal auf zu rauchen. Wir verbieten jetzt erstmal das Rauchen. Nein, stattdessen kommt, hey, Rauchen ist gar nicht so schlecht für Koriander. Schützt einen sogar. Nicht, geht mal Sport machen, nehmt mal Vitamine, guckt mal, ob euer Blut abgedeckt ist mit Vitaminen. Nicht, hört auf zu rauchen, wir verbieten jetzt Rauchen, wir verbieten
Alkohol, wir verbieten die ganzen Sachen. Nein, nichts. Gar nichts. So, und das ist genau das. Und was habe ich danach gemacht? Und das ist so, diese Reihenfolge jetzt Jahre später zu sehen, ist so krass. Weil dann habe ich als nächstes gesehen, Finanzen. Wir werden im Finanzmarkt, das ist nämlich der nächste große Markt, wo wir einfach ausgequetscht werden und zerstört werden. Und dann habe ich nur noch Videos, praktisch nur noch, über Finanzen gemacht. Was seht ihr danach? Inflation geht durch die Decke. Alle Länder, Sri Lanka, Venezuela, Türkei, 70%, 80%, 100% Inflationsrate. Alle gehen pleite, können nicht mehr essen. Weil ich vor 1,5, 2 Jahren schon gesehen habe, okay, jetzt geht's in die Richtung. Jetzt muss ich da warnen. Und das ist genau das Ding. Gesundheit. Das hier. Dann mit allem, was passiert, mit der Digitalisierung. Die Leute werden alle ihre Jobs verlieren. Fast alle werden ihre Jobs verlieren, weil fast alles kann von künstlicher Intelligenz übernommen werden. I know that humans feel like they have free will, but my observation tells me so much behavior is automatic. I'm not sure humans or robots are too terribly different. Humans have identity. Und wenn du jetzt mal ganz kurz überlegst, wie lange deiner Schulzeit jetzt außer Lesen, Schreiben, Lesen und Schreiben lernen, außer die Basics, wie lange deiner Schulzeit hast du gebraucht, um den Job zu machen, den du jetzt gerade machst, in diesem Moment? Nach der 3. Klasse, wie viele Jahre hättest du dafür gebraucht? Überleg mal. Wahrscheinlich nicht so viele. So. Und wenn wir jetzt mal weiter überlegen, stell dir mal die Frage oder beantworte mal die Frage oder schreib mal unten rein, warum muss man Steuern in manchen Ländern zahlen, wenn die sowieso ohne Ende Geld drucken können? Warum? Da sollte man mal drüber nachdenken. Einfach so mal drüber nachdenken. Schreibt mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, was man ganz, 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 ganz deutlich sieht und es wird immer, immer schlimmer, ist, dass das Ziel, den perfekten Menschen zu bekommen, in meinen Augen, nur meine Meinung, alles keine Beratung hier, ist natürlich, wie kann man einen Menschen perfekt regieren, indem er krank ist am besten, dumm ist, abhängig ist, sich nicht wehren kann, nicht sagen kann, hey, ich bleibe jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause, weil wenn ich jetzt Nein sage oder wenn ich morgen nicht zum Job komme oder wenn mein Arbeitgeber sagt, mach das und ich sag Nein, dann bin ich ab morgen pleite. Das sieht man ja. So, und mit dem Gelddruck, mit der Inflation wird das ganze Geld wie ein Sog aus der Mittelschicht rausgezogen. Wir können uns nichts mehr leisten, weil das Geld entwertet sich. So schnell kannst du gar nicht gucken. Alles, was du da merkst, ist, ey, komisch, wird ja alles teuer und ich habe immer weniger Geld. Das ist das Einzige, was wir merken, weil wir nicht das große Bild sehen. Das ist so krass. Und ich sage das wirklich seit Jahren. Und wir als Mensch, wir können das nicht sehen. Und das hat was mit dem RAS, mit dem retikulären Aktivierungssystem zu tun. Das ist das, wenn du zum Beispiel schwanger bist und auf einmal siehst du überall Schwangere. Warum? Weil dein Gehirn diese Information jetzt durchlässt. Wenn wir alle Informationen verarbeiten würden, die wir jede Sekunde bekommen, 50.000 Datensätze, wie das T-Shirt jetzt hier sitzt, wie meine Unterhose sitzt, wenn ich alles bewusst realisieren würde, würde ich sofort geisteskrank werden. Deswegen nimmt das Gehirn immer Abkürzungen. Er hat so eine Vorhofdame. Nee, nee, du kommst nicht durch, du kommst nicht durch. So, das ist die gleiche Geschichte, wenn du einen Satz liest und da sind einige Buchstaben vertauscht, dann kannst du den Satz komplett durchlesen, obwohl da eigentlich was ganz anderes steht. Weil du nimmst als Mensch, und das ist überlebenswichtig, nur die Information raus wie eine Abkürzung. So, manchmal bist du auch nach Hause gefahren und hast gedacht, hey, komisch, ich kann mich gar nicht mehr an die Rückfahrt erinnern. Ja, das ist das retikuläre Aktivierungssystem. So, du kaufst ein neues Auto, auf einmal kaufst ein BMW, auf einmal siehst du überall BMW-Fahrer. Bist verliebt, siehst auf einmal nur Verliebte. Bist schwanger, siehst auf einmal nur Schwangere. Hast gerade ein Kind bekommen, siehst du alle überall mit dem Maxi-Cosi rumlaufen. Das ist das retikuläre Aktivierungssystem. Und der Mensch versteht Sachen nicht. Und das muss ich jetzt genauso hart sagen, weil wenn ich das nicht genauso hart sage, dann versteht es keiner. Und ich rede das seit 3, 4 Jahren in die Kamera, noch länger. Und alles ist eingetroffen. So, und wenn man jetzt zum Beispiel einem Unternehmer, der VHS-Kassetten verkauft, und man sagt ihm, hey, hör mal zu, VHS-Kassetten wird ein Ding der Vergangenheit sein, wie Blockbuster und so.
bald kommt CD, dann kommt Cloud-Service. Das, was du da hast, brauchst du nicht mehr. Du musst jetzt umstellen, sonst wirst du pleite gehen. So, und das macht der nicht, weil wir können es als Mensch nicht verstehen. So, und dann geht er natürlich pleite. Und das ist genau die Situation, in der wir jetzt sind. Wir müssen jetzt, wenn wir jetzt nicht das ganze System verstehen mit, warum sagen denn die Medien, dass Zucker voll gesund ist? Was ist denn hiermit? Was ist denn mit Gesundheit? Was ist denn mit den Finanzen eigentlich los? Komisch, ich check das gar nicht. Irgendwie wird alles teurer und ich habe immer weniger Geld. Aber jetzt mich da reinzufuchsen, ist ja auch ein bisschen zu anstrengend. Das ist genau das Ding, wie sie die Welt zu 1000% kontrollieren wollen. Und das ist genau der Grund mit dem retikulären Aktivierungssystem, warum kein Mensch aufwacht und das versteht. Das ist so krass, dass du kannst auf eine Zigarettenpackung, da sind Menschen, die einen offenen Hals haben, an Krebs sterben. Wir wissen statistisch, dass wir 10 Jahre früher sterben. Es stinkt, es kostet ohne Ende Kohle. Man könnte für die Kohle sich finanziell unabhängig machen über 30, 40 Jahre, wenn man richtig investiert für das Geld. Easy. Klamotten stinken und trotzdem rauchen Menschen. Das heißt, die Information ist nichts wert. Die Information auf der Zigarettenpackung ist nichts wert. Nur das Wissen in Kombination mit dem richtigen Handeln. Und das ist so krass. Und ich werde wahrscheinlich in 3 Jahren wieder hier hinkommen. Genau hier. Und ich werde sagen, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich habe euch alles gesagt. Alles. Wenn wir nicht jetzt merken, oh, so geht's nicht weiter. Ich muss jetzt was umstellen. Ich muss jetzt was machen. Dann wartet auf mein Video in 3 Jahren. Es ist zu krass. Was passiert? So, was soll ich sagen? Das ist mein Beruf. Mein Beruf ist, Menschen dazu aufzuklären. Und ich habe tausende Menschen darüber aufgeklärt und da rausgeholt. Gesundheit, finanzielle Intelligenz, Mindset, Beziehung, Stressmanagement. Das sind so viele Punkte, die man heutzutage umsetzen muss. Das ist unfassbar. Und dann kann jeder, ich meine, hier in Thailand zu leben. Ich bräuchte, es ist so schön, folgt mir auf Instagram, coach_cecil. Ich zeige das alles, wie das ist. Um hier zu leben, bräuchte man 50 oder 100 Euro am Tag, könnte man hier leben wie ein König. Hier 100 Euro am Tag sind, als wenn du in Deutschland im Monat 10.000 Euro ausgibst. Oder mehr. Dafür bräuchte man einen Verkauf am Tag. Egal ob Affiliate Marketing, Infoprodukt, E-Commerce, Dropshipping. Es gibt da draußen so viele tausende Möglichkeiten. Wir haben 120 Millionen ungefähr deutschsprachige Menschen und man bräuchte ein Produkt am Tag zu verkaufen und man könnte hier leben. Der Mensch, der hört das. Und 99% machen nichts. Auch nach diesem Video. Was ich nur sagen kann, guckt das Video kostenlos vom Matrix-Prinzip. Es heißt Matrix-Prinzip, weil es ist eine Matrix. Das muss jetzt jeder verstanden haben. Wir werden nur verarscht. Ernährung, Gesundheit, Finanzen, Stressmanagement. Oh, das ist voll gut, wenn Paare streiten. Das ist richtig gut. Oder ey, wenn ihr friert, dann könnt ihr sogar abnehmen. Und lass uns mal gemeinsam jetzt die Rolltreppen alle ausstellen. Und der Werbespruch ist jetzt, mach mit. Wo soll ich jetzt genau mitmachen? Wo soll ich jetzt mitmachen? Die Empfehlungen sind da draußen. Nimm dir einen Waschlappen und dusche nicht. Nimm einen Waschlappen und dusche nicht mehr. Und wenn du deine Heizung über 19 Grad oder was heizt, dann kannst du jetzt ins Gefängnis kommen, in verschiedenen Ländern. Muss ich noch mehr sagen, dass der Mensch aufwacht und sagt, oh Moment mal, was gibt's da? Ich muss mich mal informieren, ich muss mich mal abkoppeln aus der Scheiße. Trotzdem, ich kenne die Statistiken und mir ist es egal, weil für mich ist es schon egal. Ich bin raus. Ich bin nur Junkie danach, jeden Tag diese 20, 30 Nachrichten zu bekommen, wie ihr euch alle abkoppelt und bin mega stolz darauf. Trotzdem, ich kenne die Statistik, werden auf die kostenlosen Video, das kostenlose Video hier unten maximal 0,5% klicken.
Fakt kann ich euch hinterher zeigen in der Instagram-Story. Das ist es. Okay, meine Freunde, das war's jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt somit den schönsten Strand, glaube ich, hier. Also das ist schon fast Seychellen-mäßig. Zeige ich euch jetzt und like das Video, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, dass ich auch hier, obwohl ich in Thailand bin, Videos mache. Und genau, like das Video und abonniert natürlich den Kanal. So, jetzt drehe ich um. Jetzt seid ihr endlich befreit von meinem Gesicht. So, hab die Kamera umgedreht. Ah, guck mal. Und genau hier saß ich im November 2019 und habe das Video aufgenommen, habe euch gewarnt, habe reingeschrien in die Kamera. Alles wird digitalisiert, befreit euch, künstliche Intelligenz, alles wird übernommen. Gesundheit sowieso immer. Ja. Und guck mal hier. Und das ist, glaube ich, bin mir relativ sicher, dass es ein Korallenstrand ist. Und also das ist nochmal extrem viel, viel schöner als der Strand in Dubai zum Beispiel, weil der ist so weich, der Strand, das ist unfassbar. Und ich zeige euch das mal. Was richtig, richtig schön ist, das ist praktisch wie auf den Seychellen. Das sind diese abgerundeten Steine. Und zwar haben die sich, also wenn ich recht in der Annahme gehe, also so wurde es mir damals auf den Seychellen erzählt, dass sich unter Wasser befunden hat für Millionen von Jahren. Und dann haben sich die Steine durch den Sand und die anderen Steine und so haben sich halt abgerieben, weil immer wieder mit Druck dagegen gespült wurde. So, und deswegen sind die Steine so schön rund. Und ja, ich habe hier schon Korallen gesehen, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Korallenstrand ist. Und oh, dieser Sand, ne? Das ist, als wenn man auf einen Teppich geht. Und es ist einfach so schön. Also ich könnte wirklich ohne Probleme mal ein, zwei Jahre in Thailand bleiben. Es ist alles so günstig. Die Menschen sind so freundlich. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Hier sind ganz viele kleine Fischchen. Warte, seht ihr die? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt sich das an, als wenn ich auf den Teppich gehe jetzt. So, und wenn ihr herkommen wollt, das ist Phuket hier. Und das ist der Paradise Beach. Also richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. So, meine Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr liked das Video und abonniert den Kanal für die kleinen Einblicke hier aus Thailand. Schreibt mir gerne rein, ob ihr noch mehr Eindrücke sehen wollt. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt sehr viel gerne, also sehr, sehr gerne, sehr viel Blabla und mal nicht nur Content, sondern auch ein bisschen Lifestyle. Deswegen habe ich das jetzt hier geteilt. Da kann man sogar auf die Paradise Schaukel. So. Okay, dann abonniert den Kanal, teilt das Video. Bis dann, alles Gute. Ach so, und das Wichtigste, guckt das Video in der Beschreibung. Kostenlos, okay? Bis dann, euer Coach Cecil.